344 Minuten ohne Gegentor. Erster Elfmeter von Amstetten beendet am Freitag eine starke Serie von Zahnbelko und der Austria. Doch der 29-Jährige war auch nach dem Rückstand überzeugt, die Austria geht nicht als Verlierer vom Platz. Nach dem Tor habe ich immer gepusht, immer positive Sachen und so und so. Und ich habe immer in meinem Kopf, dass wir treffen einmal sicher, weil immer machen wir. So am Ende 1-1, okay, passt. Die Austria behält damit ihre weiße Weste und hat mit 13 Gegentreffern auch die wenigsten in der Liga bekommen. Und Zahnbelko beweist, es lohnt sich im Fußball dran zu bleiben. 2016 spielt er noch in der 5. Liga in Österreich. Das war unglaublich, von Slowenien nach Österreich in Unterliga. Das war ein großer Schritt zurück für mich. Aber dann gute Option, dass ich nach Austria Klagenfurt gekommen bin. Im Frühjahr musste er wieder geduldig sein, als Michael Zeterer nach Klagenfurt wechselte. Doch Belko erwies sich als Teamplayer und unterstützte die damalige Nummer 1 der Austria. Ja, ich habe voll trainiert, habe immer positiv in meinem Kopf. Und ja, dieses Jahr kommt die Chance und ist gut. Bis jetzt ist gut. Und so wird Belko auch in den nächsten 3 Spielen alles geben. Und dann? Dann haben wir eine gute Pause und nächstes Jahr gehen wir Vollgas.